Geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, seit langem mal wieder auf diesem Kanal. Ihr könnt gerne schon mal den Like-Button rocken, auch gerne ein Abo bei diesem Kanal da lassen. Vielleicht kommen dann auch mal mehr Long-Term-Videos. Und heute sind wir, ihr könnt schon ein bisschen im Hintergrund sehen, wir sind im wunderschönen Pristina. So wurde es mir gesagt, sprechen es die Albaner aus. Es tut mir leid, dass ich es manchmal im Vlog falsch ausgesprochen habe. In Kosovo. Ich war ja schon in Albanien und so viele haben geschrieben, bitte zeig uns doch noch den Kosovo. Und genau hier sind wir jetzt schon bei meinem Apartment. Aber erstmal möchte ich euch sagen, wie wir hergekommen sind. Wir sind nämlich von Berlin aus geflogen. Flug hat 170 Euro hin und zurück gekostet. Und zurück fliegen wir dann über Skopje, Mazedonien. Das ist günstiger mit Wizz Air. Und die Einreise war ziemlich unkompliziert. Sogar die Polizisten haben Deutsch gesprochen. Und nach 10 Minuten waren wir dann schon mit der Immigration fertig. Für mich gab es keinen Stempel, dafür für meine Frau, da sie einen mexikanischen Passport hat. Und dann ging es zur Busstation. Richtig leicht zu finden. Der Flughafen ist wirklich nicht so groß. Das heißt, ihr kommt hier raus aus dem Flughafenbereich. Ja? Und da vorne... Hier sind auch Cafés und so weiter. Und da vorne, einfach nur geradeaus laufen, da ist schon der Bus, der euch dann in die Innenstadt fährt. Hier, könnt ihr sehen. City Center nach Pristina. Und ich glaube, der fährt dann gleich, deswegen lasst uns mal beeilen. Ah, 12 Uhr. Und es war wirklich das perfekte Timing, da der Bus nämlich nur alle 2 Stunden fährt. Die Fahrt beträgt ungefähr ja, so 20 bis 30 Minuten. Und ein Ticket kostet 3 Euro, das wird dann hier von so einem Schaffner ja, eingesammelt. Ihr könnt natürlich bar in Euro bezahlen. Da habt ihr es gesehen, das ging unglaublich schnell. Natürlich gibt es in Kosovo, müsst ihr nicht euer Geld wechseln. Ihr könnt euch auch eine Handykarte gleich am Flughafen kaufen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es gibt auch WLAN. Und ich würde euch empfehlen, direkt an der Mutter Teresa Kathedrale auszusteigen. Und das zeige ich euch jetzt mal, was wir dort am Anfang gleich erlebt haben und was wir gemacht haben. Jetzt laufen wir entspannt zum Hotel. Und wie ich euch schon gesagt habe, wie man auch natürlich aus Albanien kennt, die Leute lieben hier Kaffee. So, Kaffee ist wirklich das Nonplusultra. Den werden wir dann natürlich auch mal testen. Und das ist hier so ein ja, so Main Plaza, so eine Shoppingstraße. Ist jetzt auch alles gesperrt, weil hier, glaube ich, auch ein Konzert ist. Finde ich auch den Kontrast sehr schön natürlich. Ne? Es gibt natürlich viele Moscheen, aber auch Kirchen. Wow. Hier Kids spielen Fußball. Sehr, 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 sehr cool. Und haben jetzt hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht für einen Börek. Die Preise werden mal eingeblendet. Richtig lecker. Genau. Börek ist ja auch sehr, sehr, sehr bekannt in Albanien. Mm. Die Straße ist hier gesperrt, hier oben. Krass, Deutschkurs, Kurse. Könnt ihr sehen?
Ja, gebt euch die zwei Hunde, wie sie chillen. Es ist wirklich hier absolut sicher alles. Ja, wirklich sicher rumzulaufen. Die Leute sind sehr freundlich. Und natürlich jetzt auch geiles Wetter. Ich wollte ja schon vorher herkommen, da war natürlich alles ein bisschen teurer. Auch die Flüge, weil natürlich viele Leute, die in Deutschland und der Schweiz leben, dann sich die Flüge erkaufen. Also 170 Euro geht vollkommen klar. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg hier zum Hotel immer noch. Ja? Let's go, Hamosa! Meine Frau macht sich hier bezüglich den Hund, ne? Ja? Hier, deswegen hat sie gewartet, um hier ja, die Hunde zu sehen. Aber die schauen eigentlich ganz wohlbefunden aus. Ja? Gebt euch mal hier oben das Cola sein. Erinnert mich sehr an Spittelmarkt, wer es von euch kennt in Berlin. Ja? Hier oben, zack, einfach nur Coca-Cola drauf. Genau, und sowas, das ist so genau, was ich persönlich sehr feier. Nicht irgendwie im Resort rumsitzen und das ist meins. Einfach rumlaufen, mit den Menschen reden, so schauen, wie ist die Kultur. Deswegen mache ich die Videos für euch und deswegen macht mir auch YouTube sehr Spaß oder TikTok, so Vlogs, weil das ist genau das, was ich liebe. Hier, die Preise sind auch sehr, sehr günstig. 80 Cent eine Cola, hier, sehr, sehr cool. Kaffee, hier, schaut mal, 70 Cent eine Dose. Kaffee 50 Cent. Ist halt geil, dass hier Euro ist. Kleine Stores hier. Sowas. Sehr wunderschön. Das Gebäude hier. Also man, ist es wirklich ein Mix aus neuartigen Gebäuden und alten Gebäuden noch, ne? So, und da ist jetzt auch endlich mal unser Hotel, hoffe ich mal. Germanis. Hier könnt ihr sehen, das ist wahrscheinlich auch hier wieder für Deutschkurs alles. Hier oben. Hoffe ich doch mal. Ihr könnt es ja gerne mal hinschreiben. Ah, Gerichtsdolmetscher. Hier. Gerichtsdolmetscher. Ah, schau mal, die haben Trikots hier. Ah, da muss ich dann mal reinschauen. Was ich euch jetzt auch noch mal zeigen will, ist dann das Hotelzimmer. So Leute, jetzt sind wir soweit. Das ist der Eingang hier. Kann ich euch auch mal erzählen, wie das Ganze war. Und zwar, die sind so freundlich. Der Herr, der uns das Apartment vermietet hat, der wohnt gleich hier, denke ich mal. Ja, also hat er gemeint, irgendwo hier unten. Ne? Wir sind ins Lokal hier vorne gegangen, hab den Typen gefragt, ey, hast du Wi-Fi? Der meinte so, ja, hier, klar, benutze mein Wi-Fi. Passwort hat er nur gesagt, ist das auch, war auch das Passwort. Und dann habe ich ihn geschrieben, ist er gekommen und hat uns jetzt das Apartment gegeben. Kostet pro Nacht 33 Euro und ich feiere es halt immer, mit Locals zu sein. Ne? Also ich mag nicht so Luxus-Dinger, das ist nicht meins, irgendwie nur am Strand sitzen. Ich bin ja eh nur zum Pennen da, sonst bin ich ja fast nur draußen. Hier könnt ihr sehen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze ausschaut. Genau. Da könnt ihr schon mal, genau, hier könnt ihr sehen, das ist der Eingang. Das ist, glaube ich, eine, hier, schaut mal, eine Schule oder so, oder auch für Kids was. Sehr, sehr cool, ja, wie das hier alles gemacht ist. Hier ist, glaube ich, ein Kindergarten hier. Ja, ja, müsste sein. Und dann geht es hier hoch. Da oben ist das Apartment. Da laufen wir jetzt auch mal hier hoch. Wunder, wunderschön, wie es hier alles ausschaut. Genau, hier ist der Eingang. Da könnt ihr euch dann hinstellen. Habe ich auch das Intro gemacht. Ich würde sagen, lasst uns mal reingehen. Hier, schaut mal. Das ist das Zimmer hier. Geht vollkommen klar. Ist vollkommen in Ordnung. Ist richtig geil hier auch mit den Balken. AC ist natürlich auch da. Fernseher brauchen wir nicht. Kühlschrank. Und hier, Halleluja. Wunderschöne Aussicht, die wir natürlich vorhin schon gesehen haben. Und jetzt geht's mal. Badezimmer. Finde ich auch sehr, sehr geil. Gebt euch mal hier. Wirklich, wirklich wunderschön. Warte mal, wir machen mal auf Weitwinkel. Ich fahre mal Weitwinkel mehr. Hier könnt ihr sehen, schlicht eingerichtet, sehr, 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 sehr cool. Dusche, also mit den Balken, das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Und dann geht es wieder raus, hier, zack, an die frische Luft. Hier könnt ihr sehen, heute Samstag, die Leute kommen hierher, ein bisschen natürlich, um shoppen zu gehen, Kaffee trinken zu gehen. Alles wirklich, ist also wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Natürlich ist die Stadt sehr überschaubar, muss man sagen. Vorne,
das zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz, ist der Mutter Teresa Square, wo auch die Kirche ist. Und hier, das finde ich wirklich sehr, 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 sehr interessant auch, dass viele hier auf der Straße so, ist richtig cool, eigentlich so Sachen verkaufen, wie da hinten der Typ ist zum Beispiel Handys, ja, Handyscharen. Aber die sind halt nicht aufdringlich, das finde ich halt geil. Ne? Die sind nicht so zu euch und kommen her und sagen, ja, hier, kauft es jetzt. So voll entspannt, die chillen sich hier hin. Ihr könnt es kaufen oder nicht kaufen. Auch Handykarten und was ich, alles Mögliche halt. Ne? Also hier haben wir halt die so Nummer 1 Shoppingstraße mit, wo ihr entspannten Kaffee trinken gehen könnt und so. Und ihr seht halt, Samstag ist voll. Hier könnt ihr sehen, verkaufen das hier ganz entspannt. Wir laufen jetzt nochmal vor euch hier zur Mutter Teresa Square. Und unser Hotel ist gleich hier in diese Straße herein. Zack, diese Straße hier vorne, da ist gleich das Hotel. Und jetzt merkt man natürlich, schaut, wir haben jetzt 15 Uhr. Sorry, genau, 15.05 Uhr. Und jetzt wird es langsam hier, natürlich wie auch in Deutschland, voll hier. Na, die Leute kommen langsam raus und Kaffeezeit. Hier sogar ein paar deutsche Aufkleber, krass. Jan Regensburg, überall. Und natürlich, genau, Ice Cream ist natürlich eine sehr, sehr geile Jahreszeit, die wir uns ausgesucht haben. Nicht so heiß, nicht so kalt. Also ich würde mal sagen, ist wirklich ein Tag, könnt ihr alle sehen. Mir geht es natürlich auch dann viel um Essen, das seht ihr dann eher in Shorts, ja? Und dann im Prizren, ne? Da kommt dann nochmal der zweite Teil. Genau, also wir schauen jetzt mal kurz nochmal zum Mutter Teresa Square und dann machen wir nochmal ein Video, wo wir ganz entspannt, was habe ich euch gesagt, da gehen wir nochmal zu dem Bazar, würde ich sagen, ja? Genau hier, könnt ihr so Sonnenbrillen kaufen hier hinten. Richtig cool. Und da sind halt hier Cafés. Viel mehr wirklich Cafés, Cafés, Cafés. Ja, das ist so das Hauptding von allen. Und die Leute entspannen sich. Also, lasst uns nochmal hoch vorgehen. Und hier könnt ihr sehen, da sind viele, das will ich euch auch mal kurz zeigen, viele Denkmäler halt. Natürlich auch hier von der NATO zum Beispiel. Na? Man sieht auch sehr viele US-Flaggen, deutsche Fahnen, zum Beispiel hier von der NATO. Finde ich aber, dass sie alles wirklich sehr schön aufgebaut haben hier in dieser kurzen Zeit, wenn man sich überlegt. Ne? Ist ja auch jetzt noch nicht so lang her. Natürlich nicht zu vergessen, sehr viele Denkmäler der Befreiungsarmee des Kosovos, der UCK. Das sieht ihr wirklich überall im Kosovo. Sind die sehr dankbar, auch natürlich mit US-Fahren, was hier passiert ist. Und man spürt auch die Dankbarkeit der Menschen so. Die sind wirklich freundlich, kommen her. Das ist, feiere ich persönlich sehr, Leute. Ja? Also ihr merkt schon, das ist jetzt ein One-Cut und es kommt keiner her und nervt euch irgendwie und will euch irgendwas, so die schauen dann, die kommen nicht so her, wo ich irgendwas verkaufen soll. Man kann hier ganz entspannt, ruhig rumlaufen. Ich sag's euch, Barcelona und diese ganzen Länder, da langweilen euch die Leute tausendmal mehr und wollen euch irgendwie Sonnenbrillen verkaufen und was weiß ich. Und ihr müsst aufpassen, dass euch jemand was klaut. Das passiert euch hier nicht. Ihr könnt hier überall rumlaufen, auch nachts ist alles sicher. Ne? Alles entspannt, sicher. Hier, Leute, Popcorn. Das ist auch so ein Ding, was die Leute lieben. Hier die Shoppingstraße. Also was heißt Shoppingstraße? So eine Hauptstraße hier in Pristina, Leute. Ja? Wunderschön. Boulevard. Boulevard. So, Leute, genau. Und hier ist dann der Mother Teresa Square. Auch die Kirche, die ihr hier vorne seht. Das finde ich halt wirklich schön so. Ne? Ihr habt Kirchen hier. Aber dann gibt es auch noch Moscheen und sowas hier. Alles gemischt, da seht ihr. Da ist die größte Mall hier im Kosovo. Und genau, da vorne ist dann so ein Platz. Und da ist wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, dass hier ist ein Konzert oder sowas. Ja. Berlin-Döner auch am Start. So muss sein, Leute. Hier, gebt euch mal. Also, da ist jetzt die Kirche und es ist wirklich wunderschön. Ja, wie wundervoll ist alles wieder aufgebaut worden ist halt hier, ne? Müsste ich mir überlegen. Ich finde es wunderschön, wenn ihr mal euch überlegt, was hier alles passiert ist, ja, in diesem wundervollen Land. Wie schön das auch natürlich, ihr müsst euch überlegen, hier war auch Krieg. Schön, dass hier alles aufgebaut ist, wie unter anderem auch diese Kirche hier. Impressive, hier schau mal ganz kurz rein. Und ihr seht, wow. Nicht so oft in Kirchen, aber ich muss sagen, das ist eine Kirche, die so, also erstmal wunderschön ist und auch mit so viel Details ist, ne? Wie ihr zum Beispiel die Bilder sehen könnt.
hier von Mutter Teresa und den alten Papst zum Beispiel. Genau hier könnt ihr auch auf den Kirchturm hochgehen und habt so eine coole Aussicht. Is the elevator, right? Yes. How is this? All Pristina. All Pristina. Man, I love the Kosovo. Yes. It's amazing. Yes, people in here are very friendly. Very really friendly, yeah. Where from? Germany, Berlin. German. Thank you for support Kosovo. I love Kosovo. Yes, yes, yes. You have my support. It's amazing country. Yes, thank you. Amazing country. How old is this? Okay. 1 year, 15. How old is this church here? It's new. 2007. It's new. Started to build. 2015. Finished project. Oh. But it's process to complete it. Complete. Time by time. It's one of create, the. Donate. Donate. You see Organo from Stuttgart. Ah, okay. Schau mal. Yes. Die sind so freundlich hier. Ne? Ich sag's euch. Das ist heftig. Einfach mal eine Tour hier noch. Biggest organo from in Balkan. Ah, okay. From Stuttgart. Ah, from Stuttgart. Gift from community Albanian. Ah, okay. Stuttgart. From Stuttgart. Ah, okay. Yes. Schöne yes. Grüße gehen an Stuttgart heraus. Ah. Presented historically Catholic Church and Albanian. First century, century 21. And here we have presented Edini Mama Teresa. Ah, okay. Love Mama Teresa. Coming from Calcutta. Ah, Calcutta. Ah, yes, okay. Yes, yes. So people love like the Albanian yes. culture. I've been also in Albania, yes, you know? Yes. Yes, ah, both. So, 1,50 € kostet das Ganze. Und was ich euch empfehlen kann, wir sind gerade hochgefahren. Den ersten Teil gibt es leider nur als Short als TikTok. Ihr könnt für 1,50 € hier eine krasse Aussicht. Gebt euch mal eine fette, fette Aussicht auf einer Kirche, die 2007 gebaut worden ist. Es ist krass, es ist der Wunder, das ist der schönste Ausblick über Pristina, auch mit einem schönen Wetter. Jetzt gebt euch mal, da waren auch gerade ein paar Deutsche, krass, haben auch mal gefragt, wo es den besten Döner gibt. Schon mal gerade die Jungs getroffen aus Wuppertal, ne? Wuppertal. Wuppertal, hier, schaut mal, mitten, wow, mit dieser Aussicht hier. Und er kennt sich richtig aus, ist krass. Was essen, er kommt, du kommst ja nicht mal aus Berlin, ne? Nee. So, beste, dein Lieblingsdöner von Chicken in Berlin? Hier Eddies. Eddies. Krass, schon mal, Eddies Gemüsedöner in Rudo kennen sogar die Leute ja, in Wuppertal. Und bester Burger hatte gemeint, auch Goldies meinst du, genau, ne? Goldies. Goldies und Hasir kennst du auch, ne? Hasir ist auch gut. Krass, okay. Ja, heftig. Man schon beim Bauch, ne? und beste Döner in Wuppertal? Dann? Oh, sehr schrecklich. Bosporus. Okay, falls ich mal im Wuppertal bin, genau, schau ich nochmal vorbei. Ihr könnt es mal reinschreiben, auch wenn ich hier im wunderschönen hier im Kosovo bin. Wo gibt es den besten Döner, euren Lieblingsdöner in Berlin? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich danke euch, Jungs. Noch einen schönen Aufenthalt. Gebt euch mal, also hier für 1,50 und die Leute sind wirklich sehr, sehr freundlich. Gibt es einen Aufzug nach oben, müsst ihr nicht hochlaufen. Und habt ihr hier so einen Ausblick, das kann ich euch empfehlen. Es ist wunderschön, Leute. Hier, schaut nochmal die Seite. Boah. Also das war wirklich eins meiner Favorites hier, kann ich euch sagen. Wenn ihr hier hochgeht auf diese Kirche, es ist absolut wundervoll. Und das alles, Leute, ich betone nochmal, das ist der erste Tag. Ja, also ihr könnt hier alles in einem Tag locker machen. Wir haben gerade, kurz herschaut, 15.46 Uhr. Hier geht es dann wieder runter mit dem Ding. Wir sind um 12 Uhr angekommen und wir haben schon so viel gesehen. Ja? Morgen geht es dann wirklich morgen. Schauen wir uns dann erstmal entspannt. Was schauen wir uns morgen an? Den Bazaar. What's the best? Thank you so much. And this? Okay. Schau mal, das hat er mir gerade geschenkt von Mutter Teresa. Thank you so much. It was really. You guys are so friendly. Good styling, eh? Yeah, this is the best view over Pristina. It's thank amazing. Thank you so much. God bless you. So freundlich sind die Menschen hier. Ne? Das will ich euch nur mal sagen, für alle, die immer so Vorurteile und sonst was haben. Leute. Das ist der Kosovo, ja? Meisten Essensvideo gibt es als Shorts-Video. Trotzdem möchte ich euch mal zeigen, wie viel ein Kaffee kostet. Ein Kaffee Americano, haltet euch fest, 1 €. Und für diese ja, Lemonade hier 2,50 €. Also es ist wirklich absolut preisgünstig und wirklich auch sehr, 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 sehr qualitativ. Also wenn ihr die ganzen Essensvideos sehen wollt, gerne bei den Shorts vorbeischauen. Also ihr seht, Leute, es ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich hoffe, der Vlog hat euch ein bisschen gefallen hier.
lasst auf jeden Fall ein Abo da. Schreibt immer mal gerne in die Kommentare was. Hauptsächlich mache ich wirklich so Shorts-Videos, YouTube. Mache ich zwar auch sehr gerne, aber ich hoffe mal, dass wenigstens das Video ein paar Klicks jetzt hat und ihr konntet mal ein bisschen sehen, ja, wie das hier in Kosovo und Pristina ausschaut. Wir machen dann noch vielleicht noch einen zweiten Teil in Pristina, nochmal die Stadt gesamt und dann natürlich Prizren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da gehen wir auch nochmal hin, ist auch eine sehr coole Stadt und dann nach Skopje. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und checkt mich auch gerne in Instagram überall ab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Peace.